Hallo Freunde, was geht ab? MyProtein wird 16 Jahre alt und zu diesem Anlass wollen wir euch unsere Lieblingsprodukte vorstellen und wir bleiben dabei bei Supplements. MyProtein hat nämlich auch Kleidung, wie ihr sehen könnt, aber wir bleiben heute bei den Supplements und zwar sind das unsere Lieblingssupplements, die wir nahezu täglich konsumieren und wir fangen an mit den Sachen, die hier immer vorne auf dem Tisch stehen, die wir dann abends zu uns nehmen, wenn wir Netflix schauen. Kreatin, genau. Genau, also wir haben hier einmal in der Dose Kreatin und das nehmen wir beide von uns. Das Kreatur. Genau, Kreatur. Da nehmen wir einfach beide 5 Gramm. Genau, dann haben wir Vitamin D3, vor allem auch ganz gut, wenn nicht so viel die Sonne draußen scheint. Ja, genau. Hier ist Vitamin C, davon nehmen wir beide täglich 1 Gramm. Aber das nehmen wir auch erst seitdem Corona im Umlauf ist. Ja, genau. Einfach für unser Immunsystem. Und Zink. Dann habe ich hier einmal das... Achso, und eins fehlt, das haben wir schon leer gemacht, das müssen wir auch bestellen. Omega-3, ganz wichtig, nehmen wir auch täglich. Da könnt ihr echt viel nehmen, also wir nehmen 5, 6 Gramm so. Ja, ich nehme immer 4 Kapseln. Ja. Dann habe ich hier einmal das Whey-Isolat. Ich werde auch immer ganz oft gefragt, welche Sorte kannst du denn empfehlen? Also ich empfehle euch immer Proben zu bestellen. Wir haben jetzt hier auch zum Beispiel Proben, das zeigen wir euch gleich. Aber damit ihr einfach selbst wisst, welcher Geschmack ihr am liebsten mögt. Ich nehme den Geschmack natürliche Vanille immer für meine Bowls. Schmeckt man überhaupt nicht raus, aber hat dann einfach viel mehr Eiweiß. Und kurzer Side-Fact, Mandys Bowl-E-Book ist rausgekommen. Ja, schaut einfach unten rein und dafür benutzt sie das jeden Tag. Oder ich benutze das am liebsten natürliche Vanille, wenn ich zu wenig Eiweiß zu mir genommen habe. Oder wir benutzen auch gerne dieses Eiweiß hier, genau, wenn wir Bock auf so juiciges, wässriges Eiweiß haben. Vor allem perfekt für den Urlaub. Und wenn ich Lust auf einen Eiweißshake habe, dann nehme ich hier dieses Isolat. Das trinken wir meistens mit Wasser und das genau, andere halt mit Wasser. Je nachdem, worauf man Bock hat. Dann finde ich es auch sehr, sehr cool, dass MyProtein zum Beispiel Chiasamen im Sortiment hat. Die nehme ich auch ganz oft für meine Bowls. Und ich nehme immer Flake Drops im Geschmack weiße Schokolade auch für meine Bowls, einfach um die noch ein bisschen zu süßen. Und für unseren Tee benutzen wir die mit dem Geschmack Zitrone. Genau. Schmeckt wie Zucker, aber der Tee ist dann trotzdem kalorienfrei. Besonders für Ingwer-Zitronentee richtig geil. Dann haben wir unsere Auswahl an Snacks minimiert. Oh ja, Leute. Das sind mit Abstand, also für mich, ey, die geilsten Cookies. Die smoken alles weg. MyProtein hat so viele Snacks, aber ey. Die sind auch noch vegan, also die sind richtig lecker. Die schmecken so Schoko. Wie so ein Keksteig, oder? Und so blonde Cookies und die sind heftig. Das sind Soft-Cookies, ey. Wenn ihr darauf steht, probiert die mal. Dann diese Oatbags, die habe ich letztens auch probiert. Ich finde, die schmecken so wie Nussecker. Dann gibt es noch die, wie heißen die, Kit Kats. Oh, die haben wir auch nicht, die blenden wir hier ein, weil wir die alle aufgegessen haben. Die sind so mäßig Kit Kats, also wir nennen die immer so, aber Protein Kit Kats sagen die immer, was sind so Break Bars heißen die. Genau. Einfach wenn man Lust auf Schokolade die sind hat. Richtig lecker. Da hat man auch ein bisschen Protein mit. Deswegen dabei. Sind die auch schon leer. Ja, aber ist trotzdem eine Süßigkeit, ne? Genau wie das hier. Genau, dann haben wir so, so geil. Das ist diese wie Nutella to go mäßig. Genau. Mit so Sticks, so Brotsticks und so. Wer Nutella liebt und auf der Diät, in der Diät nicht verzichten kann, der kann sich sowas gönnen mit 264 Kalorien am Tag, wenn das in eure Kalorien reinpasst. Einfach mega lecker. Genau, ansonsten den Proteinaufstrich gibt es auch noch in großen Varianten, auch zum Beispiel in weiße Schokolade. Diesen Dip-Pot gibt es leider nicht mit weiße Schokolade, aber das finde ich mit den besten Geschmack. Den gibt es in 3 Varianten und genau. Wir feiern weiße Schoko am besten. Am meisten. Wir braten täglich ohne das können wir nicht leben. 100% Kokosöl, das riecht richtig geil nach Kokos, aber es schmeckt nicht nach Kokos. Könnt ihr zu allem benutzen, ist sehr hitzebeständiges Kokosfett. Ja, und BCAAs ist, glaube ich, auch im Moment so mein täglicher Begleiter. Ich trinke es aber auch nur, weil ich es so lecker finde. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie einen Effekt oder so daraus ziehen möchte. BCAAs sind Aminosäuren, aber ich trinke es einfach nur, weil es lecker ist. Mein Lieblingsgeschmack ist im Moment, Erdbeere, Himbeere und Lime habe ich auch letztens. Ja, Lime ist rausgekommen. Da sagen alle unsere Kollegen, wir haben es weggesuchtet, als sie hier waren. Weil das schmeckt wie Sprite Zero. Ja. Ja. Alter, das ist heftig. Und dann habt ihr ein paar BCAAs mit dabei. Genau. Wenn ihr die nicht braucht, schaden wir nicht. Auf jeden Fall ist es ein geiles Zero-Getränk. Das waren unsere Lieblingsprodukte. Und jetzt kommen neue Produkte, die wir selber noch nicht kennen. Machen wir noch einen kurzen Geschmackstest.
hat sich hier das neue Clearway rein. Genau, es gibt wieder neues Clearway und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Clearway-Fan. Also Mojito und Orange Mango mag ich mit am liebsten. Und ich bin mega gespannt, wie hier die neue Sorte schmeckt. Love Hearts. Also Love Hearts. Swizzle. Liebesherzen. Swizzles. Swizzles. Und von dem Isolat sind auch noch mehr Sorten rausgekommen. Also wir werden jetzt nur mal das testen, was wir hier haben. Ja. Aber haben hier auch noch andere Proben mitgeschickt. Genau, wie Mandy sagte, wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ihr könnt euch mal ja durchprobieren. Das Besondere daran ist, man kann es mit Wasser trinken. Das heißt, es bleibt besonders kalorienarm und dabei ist das Eiweiß trotzdem hoch, weil es ein Whey-Isolat ist. Also ja, möglichst wenig Kohlenhydrate, wenig Fett, viel Eiweiß und wenig Kalorien, dadurch, dass man es mit Wasser trinken kann. Und es ist eher wie so ein... Ja, eher wie so ein, ja, wenn man so eine Sucht von Süßgetränken hat. Aber ich brauch's eigentlich nicht, genau. Wir würden empfehlen nicht so viel, weil wir mögen es nicht so geschmacksintensiv. Besser nehmt ihr 1 Liter Wasser oder 1,5 und macht einen Scoop rein, dann habt ihr 20 Gramm Eiweiß. Genau. Ihr könnt es so noch eine Stunde verteilt trinken oder so, ist perfekt. Dann habt ihr auch noch viel Wasser. Wasser trinken ist ja auch wichtig. Aber macht einen Checker. Wenn Mandy das mischt. Probiere ich das hier auch, Swizzle Drumsticks, Layers Drumsticks, 20 Gramm Protein, nur 2 Gramm Zucker. Treat without a cheat ist der Slogan von MyProtein, von der Snack-Reihe. Und das sieht richtig geil aus, aber ich kann mir da drunter nicht vorstellen. Achso, das sind die Layer Bars. Früher hießen die Six Layer Riegel, das heißen die so, neuer Geschmack. Kennen wir das noch nicht. Und? Es schmeckt richtig lecker. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich das jeden Tag trinken könnte. Boah. Schaut euch die mal an für die Snack-Lovers. MyProtein hat ja richtig geile Snacks. Mann, wenn der Fokus jetzt mal kommt, dann könnt ihr sehen, wie krass das aussieht hier. Ja, man kann sich auch mal was gönnen in der Diät. Probier das probieren. Weil wenn die sehen aus wie die Birthday Cake, stimmt, oder? Stimmt, die gab es ja letztes Jahr. Die schmecken irgendwie auch so. Nur mit mehr weiße Schokolade. Schmeckt gut, auf jeden Fall. Aber nach was schmeckt es? Ich kann nicht wissen, identifizieren, wonach das schmeckt, aber es schmeckt richtig geil. Ist lecker, oder? Ja, wenn man Bock auf Süßgetränke hat, die nicht ungesund sind, die, ja, gesund ist relativ, ne, aber auf jeden Fall hat es viel Eiweiß, also gut für Fitness. Ich kann gar nicht aufhören, so einen Riegel zu essen. Schmeckt? Der ist richtig süß. Es ist schwer, den Geschmack zu beschreiben, weil da ausgefallene Sachen sind. Er ist übel süß und hat so viele Schichten und schmeckt nach Streusel mit weißer Schokolade, ist ein bisschen crispy. Und gleichzeitig merkt man drinnen so einen Teig, so ein Cookie Dough mäßig. Voll lecker, also. Finde ich auch. Ich sehe mich schon diese Snacks fressen, die und die, wenn ich in der Diät bin und mir was gönnen möchte. Und natürlich das. Also, jetzt gibt es die gerade jeden Tag, weil wir nicht in der Diät sind. Jetzt dürfen wir noch voll viel davon essen. Und wie viel Rabatt gibt es denn heute, Schatz? Es gibt 42%, da MyProtein also natürlich Geburtstag hat. Fast die Hälfte, zieht euch das mal rein, was für Rabatte die haben, Alter. Aber gibt es nur diese Woche. Genau, nur diese Woche mit dem Code und dem Link unten in der Videobeschreibung. Also gönnt euch auf jeden Fall. Genau, das waren so unsere Empfehlungen. MyProtein hat nur einmal Geburtstag, das bedeutet... Einmal im Jahr. Ja. Einmal im Jahr Geburtstag, das bedeutet, krassere Rabatte wird es vorerst auch gar nicht geben. Genau, das waren unsere Empfehlungen. Ihr könnt ja mal ausprobieren, was ihr gerne mögt. Mal oder schreibt bestellen. Mal in die Kommentare, was ihr getestet habt, was ihr feiert. Eure Tipps, genau, was eure Lieblingssachen sind. Und ihr müsst natürlich nicht alles holen, ihr müsst gar nichts holen, aber wenn ihr was holen wollt, 42% in der Videobeschreibung und die Ehrenleute bestellen auch noch über den Link. Happy Birthday, MyProtein! Alles Gute von uns. Tschüssi! Tschüss.